Großartige Frauenpower der Wasserfreunde Spandau 04. Mit einem Rekordsieg haben sie sich erstmals auf Platz 3 in der deutschen Wasserballliga der Frauen vorgekämpft. In der Sonntagspartie setzten sich die neu zusammengesetzten Berlinerinnen gegen den direkten Tabellennachbarn SC Chemnitz mit 22:4 durch und zogen damit in der Tabelle an den Gästen vorbei. Selbstbewusst sprangen die Frauen ins Wasser, doch von Konzentration war erstmal keine Spur. Trainer der Damenmannschaft und auch Spieler bei den Herren, bei den Wasserballmännern, Marco Stamm, musste für eine ruhigere Spielweise sorgen. Schnell hatten die Gastgeberinnen verstanden und so fielen die Tore wie die sogenannten reifen Früchte ins gegnerische Gehäuse. In der 14. Spielminute führten die Damen bereits mit 10:0. Nicht genug für die Spandauerinnen, 12 weitere Tore musste der SC Chemnitz einstecken und nicht nur das. Die Gäste mussten eine der höchsten Niederlagen seit langen Jahren hinnehmen. Das nächste Spiel dann gegen den SV Bayer Uerdingen muss auf jeden Fall direkt konzentriert angegangen werden, denn es wird ein Duell gegen den momentan Erstplatzierten der Tabelle. Und vielleicht erwartet uns ja wieder ein neuer Rekordsieg.